Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Auf der offiziellen EA-Seite gibt es die ersten handfesten Informationen zum Bloodhound Town Takeover Event. Gleich mal vorweg, vom 7. bis 21. April geht das Event, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Die geilsten Informationen gleich mal vorweg, ihr habt es wahrscheinlich im Thumbnail eh schon gesehen. Der Duo-Modus kommt fest ins Spiel und wird nie wieder das Spiel verlassen. Auch der Kings Canyon wird ins Spiel implementiert und wird auch hier das Spiel sicherlich nicht wieder verlassen. Ich möchte euch vorher aber mal von der offiziellen EA-Seite etwas zeigen, was ein bisschen Raum für Spekulationen offen lässt, ob es so sein könnte, dass zum Beispiel so eine Theorie von mir, dass wöchentlich vielleicht die Karten rotieren. Eine Woche Kings Canyon, eine Woche World's Edge. Das ist nur eine Vermutung von mir. Das könnte aber einfach an der deutschen Übersetzung der EA-Seite liegen, dass das vielleicht ungünstig übersetzt ist. Ich mache hier mal die Kamera weg, mache hier mal noch das Game Capture an und zeige euch die offizielle Seite. Und zwar geht es um diesen Part. Lese ich euch vor, ab dem 7. April wird der Duo-Modus zum Spiel hinzugefügt. Zusätzlich dazu wird es auch eine dauerhafte Kartenrotation geben, die es Spielern gestatten wird, Duos und Trios in der Königsschlucht und am Rand der Welt zu spielen. Und hier geht es mir um das Wort Kartenrotation. Heißt Kartenrotation jetzt einfach, wie sozusagen gerade erwähnt, ein wöchentlicher Wechsel der Karten? Oder ist Rotation einfach nur, ihr könnt rotieren zwischen den Karten, wie ihr Bock habt? Ich denke natürlich eher Zweiteres. Beide Karten sind dauerhaft drin und ich kann mir die Karten so aussuchen, wie ich eben gerade lustig bin. Und eben gesagt, auf beiden Maps kannst du Duos und Trios spielen. Eine absolut geile Änderung, die auch endlich mal Zeit wurde. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich die Kamera wirklich weg hatte. Hatte ich nicht, dass ich ja alles umsonst erzähle. Was noch interessant ist, es kommen sämtliche Skins der legendären Jagd zurück. Für alle, die von Anfang an bei Apex dabei sind, ich glaube Season 1, das war das erste richtige Event, da war legendäre Jagd das Motto und alle Skins kommen zurück, man kann alle Skins nur kaufen, das ist leider mal wieder so, man kann kaum was freischalten, außer ein paar Kleinigkeiten, so ähnlich wie beim Grand Soirée Event. Hier haben wir jetzt einen kleinen Einblick, wie grob das Event funktionieren wird. Genau wird es nicht beschrieben. Ich gehe aber noch davon aus, dass wir bald einen Gameplay-Trailer wahrscheinlich so Richtung Sonntag, Montag bekommen werden. Es geht um diesen Part. Und zwar stellt euer Können in Bloodhounds Prüfung unter Beweis, indem ihr und euer Trupp euch gegen eine Horde von Prolon, die Monster, von denen ich schon öfter berichtet habe, der jetzt auch tot neben dem Skyhook oben auf dem Berg liegt, zur Wehr setzen müsst. Hochstufige Beute erwartet euch als Lohn, aber nehmt euch vor den gefährlichsten Jagdwild von allen in Acht. Andere Legenden, die ebenfalls einen Teil der Beute abstauben wollen. Wenn einmal Ruhe einkehrt, und jetzt wird's nochmals interessant, solltet ihr die Anlage ohne Frage noch einmal genau unter die Lupe nehmen, vor allem mit einem gewissen Jäger an eurer Seite. Also, das heißt nichts anderes, wenn ihr einfach wieder ein bisschen Luft habt. Moment, wo ist denn jetzt meine Kamera hin? Die Kamera ist hier. Wenn ihr einfach mal Luft habt und in Ruhe diesen Spot erkunden könnt, habt einen Bloodhound dabei. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Ulti zünden müsst oder vielleicht nur den Scan. Und ihr werdet irgendwo an dieser Map-Änderung einen Spot finden, der euch mehr Hintergrundinformationen vom Bloodhound gibt. Wie zum Beispiel beim Wraith-Event mit diesem Laptop in dieser geheimen Tür. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. Ich seppe jetzt mal grob durch, was es für Skins gibt. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, weil das sprengt den Rahmen, ist auch völlig sinnlos. Man erkennt eh nicht viel. Ich zeige euch zuerst die legendäre Jagd. Achtung, das sind folgende Skins. Moment, gibt es noch eine zweite Seite? Ja, Moment, hier oben fängt es an. Ihr seht jeweils das versehen mit einem Datum. Begrenzt habt ihr jeweils immer 3 Tage Zeit, die Skins euch zu kaufen. Man kann sie eben nur kaufen. Ich kann euch als Spitfire-Fan zum Beispiel auf der rechten Seite den Spitfire-Skin nur ans Herz legen. Den habe ich selber. Der ist ultra, ultra geil. Wer sich die Skins jetzt ein bisschen genauer angucken will, pausiert einfach kurz das Video. Ansonsten seppe ich jetzt einfach mal weiter bis zum Ende des Events. Hier zum Beispiel der Lifeline-Skin, den habe ich auch oben links. Der sieht auch sehr, sehr geil aus. Wie gesagt, man muss eben wieder mal Geld in die Hand nehmen. Überraschung. So, als nächstes, ihr kennt es vom Grand Soirée-Event noch, dieses Schema. Moment, ich muss es mal kurz klein machen. Ich habe das nämlich hier mal rangezoomt, weil ich nicht ganz erkennen kann,
was das für ein Skin ist. Moment, hallo, vorbereitet, top. Und zwar seht ihr es hier, das haben wir in den letzten beiden Events schon gehabt. Wir haben jeden Tag wieder Herausforderungen, indem wir Punkte erarbeiten uns können und können drei verschiedene Sachen freischalten. Ich zoome es mal wieder ein bisschen größer ab, Stufe 1000 Punkte haben wir einen Talisman. Das sieht aus wie ein Dreamcatcher, so ein Traumfänger von irgendwelchen Indianern, den man sich in die Waffe pinnen kann. 2000 Punkte ist ein Gibby-Skin und ab Stufe 4000, und deswegen habe ich das nämlich ein bisschen rangezoomt. Ich gehe fest davon aus, dass das ein Hemlock-Skin sein wird. Ich könnte mich auch täuschen, Moment, ich mache es jetzt mal übertrieben groß. Könnt ihr euch gerne in den Kommentaren auslassen, seid ihr meiner Meinung. Ich würde sagen, das ist ein Hemlock-Skin, der so verpixelt, wie ihr es hier seht, schon mal mega geil aussieht. Und jetzt kommen wir zu den Skins, auch hier grob. Stoppt einfach, wenn ich euch jetzt das zu schnell wieder wegmache. Das sind sämtliche Skins, die ihr während des Events kaufen könnt. Ich gehe nicht davon aus, dass das ist kein Collection-Event. Das heißt, wir kriegen das wahrscheinlich nicht aus irgendwelchen Packs raus. Ihr könnt eben nur zeitlich begrenzt, ihr seht ja hier die verschiedenen Daten oben, wann welcher Skin ist. Der Main-Skin ist natürlich hier oben der Bloodhound-Skin, den kann man jeden Tag erwerben. Ansonsten haben wir, ihr seht selber, noch ein Bloodhound-Skin, Havoc Watson und so weiter. Hier noch ein Prowler. Und hier war ich ursprünglich in der Mitte, der zweite Skin, der Charge Rifle Skin. Da war ich ursprünglich der Annahme, das könnte vielleicht der Skin aus dem Bloodhound Trailer sein, den wir jetzt erst gesehen haben, aus dem Comic-Trailer. Aber war eher schwarz-gelb, deswegen denke ich nicht, dass das der Charge Rifle Skin ist, aber auch diese Farbkombination sieht mega, mega geil aus. Das sind alle Informationen, die bis jetzt bekannt sind. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 2-3 Tagen, ich hoffe vielleicht Sonntag, aber ich denke leider eher Montag, einen Gameplay-Trailer, wie es eben immer kurz vor so einem Event ist, veröffentlicht wird. Den werde ich auf jeden Fall auf meinem Kanal veröffentlichen, logischerweise. Vielleicht gibt es ja wieder eine Premiere. Das kündige ich dann natürlich wieder an und streame auch wieder in diesen Trailer hinein, falls eine Premiere geben sollte. Ich werde euch natürlich rechtzeitig auf dem Laufenden halten. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und natürlich muss ich auch betonen, das ist nämlich noch meine Befürchtung, bevor ich das Video gleich beende. Ich hoffe natürlich, dass wir Dienstag endlich wieder stabile Apex-Server haben. Ihr seht selber, meine letzten Livestreams waren eigentlich fast alle für den Arsch. Man kommt in das Spiel einfach verdammt nochmal, egal auf welcher Plattform, zurzeit einfach nicht rein. Und deswegen hoffe ich, dass wir das Event vernünftig genießen können. Und ich möchte auch nochmal Werbung für diesen Sonntag machen. Dann mache ich das allererste Kanalmitgliederzocken. Der ein oder andere von euch wird Kanalmitglied sein, kann also am Sonntag mit mir vielleicht erstmalig zocken. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Lasst dem Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns spätestens Sonntag. Haut rein. Ciao.